NATO-Gipfel in Litauen. Wir sprechen darüber mit Peter Fritz. Hierzulande geht das Match um die Finanzausgleichszahlungen in die nächste Runde. Und das Wetter wird morgen noch einmal sehr heiß, bevor uns dann Unwetter erreichen. Schönen Abend, herzlich willkommen bei Aktuell am Abend. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Zukunft der Ukraine, die sei in der NATO. Das haben die 31 NATO-Mitgliedstaaten heute Nachmittag erklärt. Eine Einladung in die NATO sei aber erst möglich, wenn sich die Verbündeten einig seien und der Krieg in der Ukraine vorbei. Außerdem müssen noch einige Reformen umgesetzt werden. Zuvor hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky kritisiert, dass die Ukraine offenbar keine Einladung in die NATO erhalten werde. Bereits beschlossen haben die NATO-Staaten aber ein Rüstungshilfepaket für Kiew. Und aus dem Kreml kommen dazu unerwartet scharfe Töne. Ein schneller NATO-Beitritt der Ukraine gefährdet die Sicherheit Europas, heißt es da. Und ich darf dazu jetzt wieder live aus Vilnius Peter Fritz begrüßen. Peter Fritz, die Ukraine, die möchte ja schon seit 2002 eigentlich der NATO beitreten, aber auch 20 Jahre später heißt es beispielsweise von US-Präsident Joe Biden, dass man nicht der Meinung sei, dass die Ukraine schon bereit wäre, diesem Militärbündnis beizutreten. Wie argumentiert man denn das? Was möchte man denn da für Reformen haben? Ja, momentan gibt es ein ganz einfaches Argument dafür, dass man die Ukraine nicht in die NATO lassen kann, nämlich das Argument, dass in dem Moment, in dem ein Staat, der sich im Krieg befindet, in die NATO aufgenommen würde, dann praktisch alle anderen gemeinsam sich auch als im Krieg befindlich betrachten müssten. Und das beruht auf diesem berühmten Artikel 5 der NATO, dass ein Angriff auf einen NATO-Staat ein Angriff auf alle ist. Also das will die NATO ganz sicher nicht riskieren. Und das ist etwas, was in der Ukraine selbst manchmal auf Unverständnis stößt, aber hier doch recht einleuchtend argumentierbar ist. Andererseits, wenn man sich anschaut, was an Rüstungshilfe jetzt geleistet wird zum Beispiel und zugesagt wurde, auch bei diesem Gipfel, dann ist schon eines klar, der Westen arbeitet darauf hin, die NATO arbeitet darauf hin, dass sich die Ukraine behaupten kann und die Ukraine wird sich auch als westlicher Staat sehen und einstufen dürfen. Für wen die Beitrittsgespräche deutlich besser laufen, auch die Perspektive ist für Schweden. Da hat ja Erdogan bzw. die Türkei jetzt die Blockade aufgehoben. Wie sieht es denn aber mit Ungarn aus, das er ebenfalls blockiert hat? Es gibt immer wieder Aussagen von dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban, der sagt, Ungarn werde nicht das letzte Land sein, das einen NATO-Beitritt Schwedens aufhält. Und das heißt, wahrscheinlich wird es eine Art Fahrplan geben, dass zuerst eben Ungarn diesen NATO-Beitritt freigibt und dann die Türkei. Das wird wahrscheinlich sich noch bis in den Herbst hineinziehen, diese Prozedur. Aber irgendwann ist es dann soweit und Ungarn wird jetzt nach allem, was wir auch hier gehört haben, einem definitiven NATO-Beitritt Schwedens nicht mehr im Weg stehen. Was hat denn Recep Tayyip Erdogan, der türkische Präsident, im Gegenzug bekommen, dass er sein Veto aufhebt? Denn die EU-Mitgliedschaft war es ja offensichtlich nicht. Keine EU-Mitgliedschaft. Er hat, glaube ich, auch selbst gewusst, dass er mit dieser Forderung zu weit gehen würde. Aber er hat die Zusicherung bekommen, dass sich Schweden auf EU-Ebene dafür einsetzen wird, dass die Türkei Zollerleichterungen bekommt, neue Zollerleichterungen, dass die Zollunion ausgebaut wird, vielleicht auch im Hinblick auf Dienstleistungen, dass Visumsprobleme angegangen werden sollen, die es gibt zwischen der EU und der Türkei. Also das ist schon etwas, was Erdogan zumindest auf seiner Habenseite für sich verbuchen wird können. Und damit kann er jetzt sagen, gut, ich gebe nach. Er hat auch andere Zugeständnisse von Schweden bekommen, zum Beispiel, dass man dort das Thema Terror neu bewertet. Das könnte dann für einige Leute in Schweden, die der Kurden-Guerilla PKK angehören und von der Türkei gesucht werden, Schwierigkeiten bedeuten. Also auch der türkische Präsident reist mit einem Erfolgserlebnis sozusagen oder einem Erfolg zurück in die Türkei. Damit sage ich vielen Dank, Peter Fritz, live aus Litauen. Und wir bleiben noch im Ausland, denn in Israel ist es bei den landesweiten Protesten gegen die umstrittene Justizreform zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Reform der Regierung von Netanjahu sieht etwa die Beschneidung der Kompetenzen des Höchstgerichts vor. Für heute wurde ein Tag der Störung ausgerufen.
Im ganzen Land werden Straßen blockiert und Verkehrsknotenpunkte besetzt. Wir müssen die Zerstörung der Demokratie stoppen, skandieren die Demonstranten hier. Gegen sie werden Wasserwerfer und auch die berittene Polizei eingesetzt. Dutzende werden festgenommen, mehrere verletzt. Proteste gibt es auch am internationalen Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv. Wir bleiben noch im Ausland, kommen aber damit zur Wirtschaft. In Österreich leiden viele ja unter der hohen Inflationsrate von aktuell 8%. In China gibt es genau das gegenteilige Problem, denn die Preise sinken zu stark. Das klingt zwar zuerst nach einer guten Nachricht, ist es aber nicht. Denn der Preisverfall könnte Chinas Wirtschaftswachstum abwürgen und das spürt dann die gesamte Weltwirtschaft. Aus Peking berichtet Josef Dollinger. Die Preise für Neuwagen befinden sich in China im freien Fall. Die Autohändler unterbieten sich gegenseitig in einer Rabattschlacht. Schön für die Autokäufer, aber wenn das Schule macht, dann fährt die gesamte Volkswirtschaft gegen die Wand. Die allgemeine Inflationsrate ist in China bereits bei Null angelangt. Die Erzeugerpreise sind im Juni um mehr als 5% gesunken. Und sinkende Preise bremsen die Nachfrage. Warum soll ich heute neue Schuhe kaufen, wenn sie morgen billiger sind und übermorgen noch billiger? Dieses Zögern kann einer Volkswirtschaft aber enorm schaden. Zuerst fallen die Preise, dann fallen die Unternehmensprofite und dann fallen die Löhne. Eine Abwärtsspirale beginnt sich zu drehen und die lässt sich nur schwer aufhalten. Die Nachfrage wieder ankurbeln, das ist für Chinas Wirtschaftslenker jetzt oberste Priorität. Aber in der Bevölkerung macht sich Pessimismus breit, der Immobilienmarkt kriselt und auch der Export wird schwächer. Chinas Erfolgsmodell scheint an seine Grenzen zu stoßen. Wir bleiben noch beim Geld, kommen aber nach Österreich, denn die Länder erhöhen bei den laufenden Verhandlungen zum Finanzausgleich den Druck auf den Bund und kündigen eine Sonderkonferenz der Landeshauptleute an. Beim Finanzausgleich geht es ja um die künftige Aufteilung der Steuereinnahmen. Der Bund hat Ländern und Gemeinden zuletzt 2 Milliarden Euro mehr pro Jahr vorgeschlagen. Für die Landeshauptleute ist das aber inakzeptabel und zu wenig. Der Konflikt um die künftige Verteilung der Steuereinnahmen spitzt sich zu. Die Landeshauptleute sehen die Gesundheitsversorgung gefährdet und fordern deutlich mehr Geld vom Bund. Wir fühlen uns einfach schlecht behandelt, vor allem im Interesse der Bevölkerung. Denn wir organisieren Pflege, wir organisieren Gesundheit. Und das, was der Bund da auf den Tisch gelegt hat, das bedeutet, dass wir nicht einmal den Standard, den unsere Landsleute jetzt gewohnt sind, verlässlich finanzieren können. Der Bund weist das zurück. Man sei bereit, deutlich mehr Geld in die Hand zu nehmen als bisher. Aber klar ist, dass es weitere Gespräche brauchen wird. Am Ende des Tages muss ein sinnvolles Gesamtpaket stehen, das sowohl die Interessen der Länder, des Bundes und der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler berücksichtigt. Aus Sicht der Länder betreibt der Bund eine Hinhaltetaktik. Geplant ist nun eine Sondersitzung der Landeshauptleute, um den Druck auf die Regierung weiter zu erhöhen. Damit zur Kultur, denn der Termin für die Verhandlung gegen den Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister steht fest. Der wegen Besitz und Herstellung von Kindesmissbrauchsdarstellungen Angeklagte steht am 5. September vor Gericht. Ursprünglich hätte die Verhandlung am 8. Februar stattfinden sollen, sie wurde aber abgesagt, weil Teichtmeister krank wurde. Zunächst wurden ihm nur der Besitz von verbotenem pornografischem Material vorgeworfen. Die Analyse der sichergestellten Daten zeigt aber mittlerweile, der Ex-Burgschauspieler hat die Dateien der Minderjährigen bearbeitet und Collagen erstellt. Das fällt unter die Herstellung von kinderpornografischem Material. Die Strafdrohung ist damit auch höher. Damit weiter zum Thema Energie, denn Haushalte, Gemeinden oder Unternehmen, die ihren eigenen Strom produzieren, können sich zusammenschließen und gemeinsam Strom produzieren und ihn dann auch verteilen. Rund 400 solche Energiegemeinschaften gibt es bereits in Österreich und das hilft nicht nur der Umwelt, sondern spart auch Geld. Mein Strom ist dein Strom, so das Motto der Energiegemeinschaften. Wer eine Photovoltaikanlage am Dach hat, den produzierten Strom aber nicht selbst verbraucht, kann ihn seinen Nachbarn weiterverkaufen. Der wiederum freut sich, weil Nachbarsstrom in der Regel günstiger ist als der Strom vom Energieanbieter. In sogenannten Energiegemeinschaften können sich Haushalte, Betriebe oder Gemeinden zusammenschließen, um miteinander Strom zu produzieren, zu speichern, zu verbrauchen oder zu verkaufen. Haushalte haben eher zum Wochenende einen höheren Stromverbrauch. Das heißt, das beginnt so freitagnachmittags, Samstag, Sonntag ist man mehr zu Hause.
Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann wieder Industrie- und Gewerbeunternehmen, da liegt das Profil genau gegengleich. Also das ergänzt sich auch sehr gut. Rund 400 erneuerbare Energiegemeinschaften gibt es aktuell in Österreich, die meisten in Niederösterreich, gefolgt von Oberösterreich. Die Mitglieder organisieren sich meist in Vereinen oder Genossenschaften. Sie alle hätten eine Herausforderung: lange Wartezeiten beim Netzanschluss. Der Appell daher heute: mehr Tempo beim Netzausbau. Bei uns rollt ja gerade wieder eine Hitzewelle übers Land und die lassen viele nicht mehr als schönes Sommerwetter durchgehen. Nächte ohne wirkliche Abkühlung, überhitzte Büros oder auch Homeoffices. Bei über 25 Grad Raumtemperatur ist konzentriertes Arbeiten kaum mehr möglich. Und der Hitzestress wirkt sich auch auf die Gesundheit aus. Und das zeigt jetzt auch eine aktuelle Studie. Arbeiten in der Hitze ist vor allem bei Tätigkeiten im Freien eine Herausforderung. Aber auch im Homeoffice wird das Arbeiten immer anstrengender. Eine aktuelle Studie hat sich mit den Folgen der Klimaerwärmung für das Homeoffice beschäftigt. Maximal 25 Grad sind laut der Studie die optimale Temperatur für sitzende Tätigkeiten. In der aktuellen Hitzewelle sind diese Temperaturen ohne Klimaanlage in Wohnräumen eher unwahrscheinlich. Bei mehr als 30 Grad sei konzentriertes Arbeiten deutlich erschwert. Der Klimawandel überrollt uns ja jetzt quasi. Jedes Jahr ist heißer als das Jahr davor. Die Politik muss sich jetzt schon langsam überlegen, wie wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte auch im Homeoffice gut arbeiten können. Um Homeoffice weiterhin zu ermöglichen, müsse man vor allem im städtischen Bereich an Maßnahmen wie zum Beispiel Begrünungen arbeiten. Und wie herausfordernd das Wetter morgen wird und auch die nächsten Tage, das sehen wir uns jetzt an. Hier sind die Wetteraussichten. Im Lauf der kommenden Nacht zieht von Bayern her ein erster Schwall Schauer und Gewitter herein. Morgen scheint im Osten und Süden noch länger die Sonne, gegen Mittag kommen aber im Westen die nächsten Gewitter an. Die breiten sich am Nachmittag aus und haben Unwetterpotenzial mit Hagel- und Sturmböen. Davor erreichen die Temperaturen noch einmal heiße 34 Grad im Osten. Patrick Zwerger, was jetzt noch, was in Kultur heute auf dem Programm steht. Die Salzburger Festspiele haben mit ihrem traditionellen Künstlerfest samt Bieranstich den Start in die Festivalsaison gefeiert. Und wir sehen uns an, wie künstliche Intelligenz die Arbeit von Kunstschaffenden beeinflusst. Das und noch viel mehr ab 19:45 in Kultur heute. Zuvor gibt's wie immer und wie gewohnt aber noch die wichtigsten Nachrichten des Tages auch in einfacher Sprache sowie die schönsten Geschichten aus allen Bundesländern in Österreich heute das Magazin. Wir sagen danke fürs Zusehen. Hoffentlich haben Sie eine nicht zu heiße Nacht. Damit auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. Schönen Abend.